Hallo liebe Leute, willkommen zu Dragos News. Ja, ich wollte noch kurz sagen, dass es mir seit gestern Abend um 18 Uhr mega scheiße geht. Ja, mega scheiße, sorry wegen der Qualität, es ist halt jetzt nicht so gute Qualität. Valhalla ist down, das habe ich abgeschossen. Darum spiele ich jetzt gerade ein bisschen auf Ra. Natürlich werde ich auch wieder weiterspielen hier auf Ra, aber naja, momentan kann ich nicht gut aufnehmen und ja, meine Stimme ist auch nicht ganz so gut. Warum macht es mich weh? Also es ist einfach nicht so angenehm für mich, aber vor allem habe ich wahrscheinlich meine Wirbelsäule fünfmal gebrochen. Nein, das ist so heftig, es macht so heftig weh. Ich bin jetzt gerade im Stuhl nach vorne liegend auf dem Pult oben. Ja, nicht ganz auf dem Pult oben, aber fast. Auf jeden Fall, ja. Ich habe ja am Morgen noch einen Livestream gemacht um 6 Uhr morgens. Wollte mal einfach schauen, wie ich Livestreamen kann. Und ja, ich kann relativ noch gut Livestreamen, aber heute kann ich erst um 16 Uhr abends zum Doktor gehen. Der hat alles voll. Wieso haben Hausärzte immer alles voll? Das verstehe ich nicht. Vor allem in der Schweiz ist alles immer voll. Ja, also eben deshalb ist auch die Auflösung geringer, weil ich kann das Fenster in Full HD nicht auf dem Desktop haben. Das Fenster ist nicht mal ein wenig anpassbar. Überhaupt nicht. Das Fenster ist labil auf dem Bild. Das ist einfach nur ja weniger als ein Bildschirm halt, oder? Das ist einfach nur ein Vollbildmodus im Fenstermodus oder so. Einfach nur klein. Und deshalb kann ich da ja auch nicht viel ändern. Wenn ich es wieder groß mache und dann wieder klein, dann ist alles wieder falsch. Und ich brauche es, ich muss es einfach so machen. Ja, deshalb habe ich das jetzt einfach so, weil ich ja eher jetzt live streame gerade, bis es mir wieder besser geht. Und das auch wieder auf YouTube. Ich habe einfach ein Problem, dass das Video nicht hochgeladen wird. Jetzt habe ich zwar ein bisschen schlafen können, ich habe wegen den Schmerzen fast nicht schlafen können in die Nacht. Ja, und weiß nicht, was ich machen soll, also kann ich dafür ins Krankenhaus gehen und sagen, ja, meine Wirbelsäule ist kaputt. Tja, und jetzt bin ich, ja, am Warten. Einfach am Warten. Ja, ich denke, weil es jetzt auch wieder besser geht mit meiner Stimme, ich bin wahrscheinlich auch wieder ein bisschen erkältet wenig, aber es geht schon, einfach habe ich Halsschmerzen, wie die sagen. Und Ohrenschmerzen. Ja, was habe ich genau? Ich habe Rippenschmerzen, ich habe Wirbelsäulenschmerzen, ich habe Beckenschmerzen, alles wegen den Knochen irgendwie. Ich habe Fersenschmerzen, also in Fersen drin. Ich habe Ellbogenschmerzen und Schädelschmerzen. Ja, Schädelschmerzen. Also, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Oh, 5 Magneten gefunden. Lol. Gut. Ja, ich bin ja jetzt wieder zurück in Champions of Recknum. Das gefällt hoffentlich ein paar wieder. Also ich sehe, es wird auch oft geschaut. Danke für den neuesten Part. Also wirklich toll von euch, wie ihr das geschaut habt. Ja. Ich werde eben Let's Playen wahrscheinlich nicht so oft mehr. Also, naja, ich hoffe es. Ich will einfach nicht immer wieder Fenstermodus wechseln und ich will nicht immer alles hochladen, weil Full HD 60 FPS ist ein bisschen viel und boah. Aber eben die Qualität hat sich irgendwie verschlechtert, da habe ich nur das Gefühl. Meine Videos haben irgendwie schlechtere Qualität mit weniger als 60 FPS. Keine Ahnung, wieso das so ist. Aber ja. Also, das war's jetzt, meine ich, mit Champions of Recknum.
Jetzt kommen wir zu Minecraft. Ich werde wahrscheinlich den Server abgeben müssen, solange ich krank bin. Also, ja, verletzt bin. Müsste ich eventuell an Seslik 95 abgeben, wenn der keine Zeit hat oder nicht Lust hat, dann an jemand anderes, aber ja, ich kann nicht die ganze Zeit on sein und ja, neben Livestream dann auch den, um den Server kümmern und so weiter, also das wird einfach schwer. Also, weil Seslik wollte schon immer wieder einen Server haben. Nur hatte immer sehr wenige Leute, die reinkamen. Und das Problem habe ich langsam auch. Also es kommen wirklich nur noch die Admins online, mehr nicht. Die anderen sind irgendwie, haben sich registriert und sind dann abgehauen irgendwie. Ja, ich kann es einfach nicht so lassen natürlich. Also das größte Problem ist einfach, dass ich irgendwie etwas falsch mache, oder dass wir zwei etwas falsch machen. Auf jeden Fall haben wir halt einfach nicht so Nächstenliebe, nicht so, ja, gute Kollegen sozusagen, oder wir sind einfach nicht die sagen, komm jetzt online, oder sonst stirbst du, oder sonst irgendwas. Nein, wir sind ganz nett, also wir tun sogar loben die Leute, die irgendwas bauen und so weiter, weil es ist ja auch im Ernst, war es können mega viele gut bauen. Und das finde ich einfach mega cool. Also ich weiß noch, als ich den ersten Server aufmachte, da hatten wir nur Blockhäuser. Da hat jeder nur Blockhäuser gemacht und das wurde mit der Zeit immer wie besser, oder? Ich weiß noch, als Xenix anfing, da habe ich habe einfach Xenix getroffen. Ich habe nicht mal Gronkh getroffen. Gronkh hatte ich da gar nicht nur nicht gekannt, der hat auch noch nicht so Minecraft gemacht. Aber auf jeden Fall war das 2009, da war ich einfach mal bei YouTube auf der Suche nach einem Spiel, das ich einfach mal aufnehmen konnte. Ich hatte sonst nur GTA San Andreas aufgenommen im alten Kanal und es hat geleckt und alles mögliche, weil ich so einen schlechten PC hatte. Ja, dann habe ich eben den Kanal verloren an Hacker und YouTube hat damals überhaupt nichts gemacht. Die haben nicht meinen Kanal wieder zurückgebracht, nichts. Das war noch nicht Google Plus, noch nichts, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, so sicher. Aber auf jeden Fall habe ich den Kanal verloren, habe ich Draco Basel als Kanal gemacht und der ist bis jetzt eigentlich. Also den Link ist immer noch Draco Basel. Also wenn ihr auf meinen Kanal geht und dann oben schaut, der Link ist immer noch Draco Basel. Eventuell auch bei euch, oder? Müsste auch bei euch sein, so. Also das ist schon ein bisschen schade. Na gut, also das Halloween-Event ist wahrscheinlich jetzt fertig. Wahrscheinlich ist deshalb Valhalla weg. Ich habe jetzt keinen einzigen Kübis mehr gefunden. Habe ich jetzt noch den süße Knochenmuschel. Ja, man sieht sie nur nicht. So. Ich habe nämlich das Ding ausgemacht, das B, also die Anzeige. Ja, eben. Also in Minecraft geht's eben so lala. Ich hätte gerne, dass es besser wird, aber das seid ihr verantwortlich, oder? Also, wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch nicht. Kann ich ja verstehen. Ja, also, dann, Diablo 3 ist immer noch sehr beliebt. Path of Exile auch immer noch sehr beliebt. Danke dafür. Es ist halt einfach so, dass ich jetzt momentan das wahrscheinlich eben auch nicht auch noch live streamen kann. Aber ja, komm, meine Livestreams sind auch gut. Ich habe heute Morgen die Qualität mega in die Höhe schreiben können. Also, ja, ich hoffe einfach, dass es geht, weil irgendwie ist etwas falsch gelaufen. Ich möchte gerne die Videos auch aufgenommen haben dann. Und wenn das nicht aufgenommen wird oder nicht veröffentlicht wird, jetzt schon wieder 5 Magnetstücke. Ich hasse das. Das macht mich immer süchtig. Ja, dann habe ich irgendwie ein Problem.
Also ein... Ja, da verstehe ich es einfach nicht. Weil es wird grün angezeigt. Beste Qualität. Hervorragende Qualität. Ja, ganz gut. Ich habe das Video angeschaut während des Livestreams, konnte es was nicht aufnehmen. Irgendwie hat YouTube da richtig viel Probleme mit dem Player, mit dem Livestream-Player. Und, tja. Ich kann mir selber, ja, das Video nicht selber anschauen, also der Livestream selber nicht anschauen. Ich kann ja schon denn da reingehen, glaube ich, aber, ja, ich finde es ja, vielleicht in meinen Videos, ja. Vor allem, nein, in meinen Videos, vor allem in meinem Videomanager geht es auch nicht, also weiß es auch nicht genau. Aber ich denke schon, nur der Player war der spackte, also er würde einige Sekunden ausgelassen haben und dann weiter offen ist und dann plötzlich nicht mehr, wieder und wieder nicht mehr und wieder nicht mehr. Tja. Wisst ihr was? Ich habe gerade keinen Bock. Ich gehe mal auf den Berg da oben. Ich gehe auf diesen Berg da drüben. Der ist, glaube ich, ein bisschen höher. Nein, nicht rutschen, bitte. Nein. Ja. Also, was ich auf YouTube einfach mehr brauche, ist Anerkennung. Ich habe einfach das Gefühl, die Leute schauen kurz rein und dann gehen sie gleich wieder raus. Sie sehen nicht, dass ich relativ lustig bin oder relativ gut bin. Sie schauen einfach, oh, Qualität ist scheiße. Oh, der hat eine scheiß Stimme. Ich gehe sofort wieder raus. Irgendwie so, darum habe ich so wenig Abonnenten oder Zuschauer und so weiter. Keine Ahnung. Ich will gerne bessere Qualität, aber wie? Wie soll ich bessere Qualität haben? Oh! Monsogni hat ein einziges Haus. Zwei Häuser. Drei Häuser. Okay. Ich sterbe jetzt. Nur 3000... Ey, wieso ist das limitiert? Das ist eine Frechheit. Ja gut. Oh, stinke. Ich muss meine Knochen brechen, wie ich es gemacht habe. Na gut. Ja, jetzt habe ich einfach Schmerzen. Naja. Das ist der Prayers. Der Prayers. Hallo, Prayers. Ja, tun wir ein bisschen auf Valhalla craften im Livestream, hä? Ich werde eben täglich livestreamen, je nachdem nach Lust und Laune und... Wenn ihr wollt, dürfte ich sagen. Diablo 3 momentan richtig viel, habe ich richtig viel Spaß momentan. Wie lange noch, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich bis der Barbar so stark ist, dass er nicht mehr bessere Items bekommt und so weiter. Bei Path of Exile habe ich auch mega Lust. Werde ich auch richtig viel livestreamen. Da muss ich schauen. Da muss ich wirklich schauen, wie viel, hä? Aber auf jeden Fall, ja, ihr könnt meckern, wenn ihr nicht wollt Livestreams haben von mir, aber ich mag momentan nicht Let's Playen. Ja, da ist der Payers, hey Payers, hey Payers. Ich bin so fett, ich kann nicht hüpfen. Der ist Barbarian. Die Nachrichten von heute. Ja, vor allem... ja... Brauche ich einfach manchmal auch Zeit zum Nachdenken. Also, ich bin momentan echt am Denken, wie es weitergehen soll, wenn ich so kaputt bin. Soll ich keinen Sport mehr machen? Da denkt man sich einfach manchmal... Ja, man sollte irgendwie auf seinen Körper achten oder sonstige Sachen. Nein, die Menschen sollen mich heilen. Alle Menschen sollen mich heilen. Gemeinsam. Together. Ja. Es ist schon scheiße, wenn man so arschkrank ist. Ich hab's einfach so...
irgendwie manchmal die Gedanken, die YouTuber sind alle kerngesund oder sie sagen nicht, dass sie krank sind und fühlen sich immer mega toll. Sie wollen in den Videos immer, dass die das Beste sagen. Und ich bin einer, der halt immer sagt, wie es mir geht, sozusagen. Und ich habe einfach so das Gefühl, YouTube ist halt einfach nur noch für Leute, die einfach zu greedy oder zu unmenschlich sind, aber ja, was soll ich sagen, ich will es ja nicht so ernst meinen, aber weißt du, wieso ich langsam irgendwie ein bisschen einen Hass bekomme auf manche YouTuber? Weil sie immer meinen, sie können mehr Abonnenten bekommen und mehr Aufrufe bekommen und noch mehr mit solchen Gewinnspielen und Werbung machen ständig. Es nervt mich, also ich will niemals so sein. Ich habe jetzt erst gehört, dass EA auch für YouTuber so etwas ändert, dass sie nicht mehr so viel Geld verdienen, also dass EA auch ein bisschen Geld bekommt, abbekommt. Und das finde ich wirklich etwas Schreckliches. Also wenn ich Games mache, dann werde ich sicher, also wenn ich das Entwicklerstudio dann mache, das ist mein großer Traum, dann möchte ich wirklich, dass ich ja einfach kein Publisher oder nur selber publishen. Also nur das Entwicklerteam tut publishen. Und eventuell sogar nur ein Indie-Game-Entwickler. Ich will wirklich vielleicht zuerst einfach die Games machen, die ich will. Mit halt schlechter Qualität oder mit schlechter Größe oder so. Einfach mal machen. Und dann schauen, wie es den Fans gefällt und so weiter. Aber auf jeden Fall, ja, weiß ich, dass die anderen Entwickler natürlich alles das nachbauen wollen und dann meine Ideen alle in ihren Games wollen und so weiter, und das will ich irgendwie auch ein bisschen unterbinden. Also die Leute, es ist erst kürzlich ein, okay, ich habe erst kürzlich gesehen, dass ein Entwickler ein Game gemacht haben. Ich schaue es kurz mal nach, nehme ich noch auf, ja. Wie heißt das Game? Scheiße, wo war das? Ich muss es finden. Es ist langsam ein langer Ding, aber ich muss auch einmal ein langes Dragos News machen. Hä? Wie hieß das Game? Chaos Saga, ja. Chaos Saga. Japanisches MMO wird nach einem Tag wieder abgeschaltet. Nach Launch wieder eingestellt. Hat sich von Final Fantasy 11 einfach alles kopiert. Jedes. Also jedes Ding kopiert. Leider kein Einzelfall. Im Google Play Store sind auch einige Spiele-Apps, wo dreist Artworks und Spielgrafiken von anderen Spielen verwendet werden. Und das finde ich eine Frechheit. Es sind zwar nur Browser und Mobile Games, aber wenn das auch auf den PC abschwappt, also spiele ich dann nicht. Das werde ich dann ignorieren. Ich werde zum Beispiel auch Rollercoaster Tycoon World ignorieren, weil die haben meinen letzten Cent bekommen, wenn sie so weitermachen. Da bin ich gerne bei Planet Coaster. Also ich habe es zwar noch nicht, aber ich würde es gerne haben. Ich kaufe es mir eben, wenn ich dann PayPal habe, kaufe ich es mir. Kostet leider 40 Euro. Und das habe ich nicht gerade. Ah, also kann ich nicht einfach Paysafe Card holen. Ja, also eben. Und ich muss noch euch ankündigen, dass es noch wichtig ist. Hoffentlich schaut ihr mir noch zu. Ich bekomme jetzt 150 Euro pro 2 Wochen. Also 300 pro Monat. Und das ist, weil meine Vormund, oh nein, Beiständin ist eine Beiständin, es mir einfach gemacht hat. Ich finde es cool, also sau cool. Und eben, sie hat mir auch alles genehmigt, PayPal, wahrscheinlich auch eine Kreditkarte bald, die
GoPro und die, ja, die Hardware für den PC. Zum Beispiel ein Gamepad habe ich neu, eine Maus habe ich neu, NASA, Naga ist es, ja, es ist Naga Chrono, ein Mauspad SteelSeries. Und was habe ich noch gekauft? Das habe ich noch gekauft. Gamepad, Maus, Mauspad. Was habe ich noch gekauft? Ich weiß es nicht. Ah, das Kabel, ja. Ich brauchte für das Gamepad eine Mini oder eine Micro USB. Und deshalb muss ich es noch kaufen, genau. Ja, habe ich irgendwie 200 Euro ausgegeben für das Scheißzeug. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch 768 Franken und das kann ich dann alles ausgeben für Games und für Hardware und eben für die Kamera. Kaufe ich mir eine GoPro, die beste, die größte und ja, ich brauche nichts, eine Mini-GoPro. Ja, und dann werde ich auch Videos aufnehmen, also meine Katzen werde ich aufnehmen, ich werde draußen Videos machen, wenn ich alleine bin, auf jeden Fall. Meine Schwester und mein Vater möchten nicht aufs Bild, ins Video, weil, ja, sie wollen Privatsphäre. Oh, jetzt muss ich akzeptieren, ja. Also gut, genug geschnurrt. Ich bin fertig. Ich habe fertig. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Dragos News. Tschüss.